Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Salt and Sanctuary. Wie ihr seht, ich habe mich kein Millimeter weit bewegt. Aber wir haben ein schwarzes Perlchen. Was könnten wir uns denn davon Schönes leisten? Wir könnten Richtung Pike gehen, Pike 4, dann hier unten abbiegen und den Pouch mitnehmen und hier oben nochmal Energy Potion aufheben. Her magic was so powerful, but here it gave no aid. Her lifeblood spilled from gaping wound and her strength gave way. The Tale of Velkaram. Hier ist noch so viel Lore versteckt in diesen Texten. Adies the Birian and Iliarum were strikers equipped with glaive and javelin. Kazik Terman and his cousin Azimar would use bow and scout. And Toddy Longsmith was our chief, though he could crack a skull or two in a pinch. Lass uns mal ganz kurz Hunter gucken. Hunter 3. Erlaubt es, Stufe 3 Whips zu benutzen. Ich möchte das Würmenhorn möchte ich jetzt noch nicht verbrauchen, um ehrlich zu sein. Auch wenn das natürlich interessant wäre, so ein 5-1er Schwert euch mal zu zeigen. Aber wir können, glaube ich, ein kleineres, leichteres Schwert bauen. Aus was eigentlich? Was haben wir denn dafür ihm gegeben? Oha, daraus kann man sich ein Crossbow machen. Krass. Mit Feuerschaden. Wir haben ihm die Peitsche dafür gegeben. Ja, genau. 3500 Salz, Sorcerer Ear, Ember Idol. Okay, können wir machen, denke ich mal, sobald wir das Salz haben. Aber macht euch nicht zu viel Hoffnung. Ich bin wirklich nicht gut damit. Ich habe Angst, das zu kaufen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Magiefatigue wiederherstellt oder unseren roten Verlust oben. Denn wenn wir zaubern, verlieren wir auch automatisch immer maximale Ausdauer, wie ihr seht. Bis zu diesem Punkt. Jetzt ist das rot und jetzt können wir auch nicht mehr zaubern. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, das bezieht sich darauf und Wounding bezieht sich auf das Rote. Deswegen würde ich jetzt erstmal ein Orange Pfeil kaufen. Health and Fatigue and Cure Poisoning. Genau. Unsere Religion ist wirklich. Hier wird halt auch Fatigue gecured. Sie ist wirklich eher so, dass man eher zaubert, sage ich mal. Und weniger, dass man seine Woundings wiederherstellt. Wenn man Nahkampf spielen möchte, sollte man sich vielleicht eine andere suchen. Wenn man aber zaubern will, ist man hier gar nicht mal so falsch, meine ich. Egal, es heilt Gift, also nehme ich's. Man kann seine Religion jederzeit wechseln. Muss dann aber, glaube ich, neue Statuen platzieren. Wir können das irgendwann mal machen, einfach so aus Jux. Was machen wir jetzt mit dem Trottel? Mein Gott, ich will doch nur von diesen scheiß Schädeln weg, weil die verfolgen mich durchs ganze Level. Ich hasse sie. Ich hasse sie, dass sie keine Collision haben, sondern sie fliegen durch einen durch und verursachen Schaden. Nicht so wie andere Gegner, die einfach nicht weiter können als unser Charakter, können diese Schädel immer durch uns durch.
Alter, wo will der denn jetzt hin? Ja, wenn die Salz, also wenn sie unser Salz halten, sind die Gegner deutlich stärker. Hä? Kommst du mal her jetzt? Oh, na klar. Ups, mein Fehler. Wie so oft. Aua. Wir müssen diese Waffe wirklich mal updaten. Denn ich habe das blöde Gefühl, es dauert noch eine ganze Weile, bis wir eine bessere finden. Ah, du bist so ein Penner. Ich werte das Ding gleich mal richtig auf. Oh, na super, wie kommt denn der jetzt hier hoch? Ah, Gott sei Dank, muss er das nicht. Lass mich mal die Waffe aufwerten, Freunde. Ich überlege gerade, dass wir zu einem Zeitpunkt, ab einem gewissen Zeitpunkt, die Strategie des geringsten Widerstandes sogar aufgeben können und uns eine Sense besorgen könnten, die ziemlich gut zu unserem Charakter passt. Wir haben ja ein bisschen Priestergedöns in uns. Und es gibt eine Sense, die braucht Geschicklichkeit, Priestergedöns. Das wäre gar nicht mal so schlecht, aber das dauert noch. Da müssen wir erst noch hinkommen. Ich hätte gedacht, man kann bei ihm vielleicht gewisse Sachen kaufen zum Updaten. Aber so kann man sich täuschen. Oh Gott, ich hasse euch so sehr. Guckt euch das an. Die sind so schwer zu treffen. Einfach durch ihre behinderte Art, durch den Spieler durchzufliegen. Danke. Das war wirklich außergewöhnlich großzügig von ihm, sich einfach das Leben zu nehmen. Ich weiß das sehr wohl zu schätzen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man so kooperative Leute hier findet. Ernsthaft? Die kommen von so weit unten noch einem hinterhergeflogen. So, wir können das jetzt erst verlassen, indem wir diese Fähigkeit benutzen. Vorher hätten wir hier nicht weitergehen können. Ach, wir müssen sogar noch einen höher. Stimmt, weil da ist auch noch eine Truhe, die ich haben will. Und hier ist der Händler mit neuer Ware. Ah, sehr gut. Wir können bei ihm Soldier Poems kaufen. Das freut mich. Aber keine neue Rüstung. Alles klar. God bless. Fein, dann kann ich erstmal den Schalter hier umlegen. Dann hoffentlich diesen fetten Penner umlegen. Mann, der ist echt nicht anfällig gegen Schnittwaffen. Ich muss gleich mal wieder den Dreizack rausholen. Au. Oh Gott, ich hasse dich. Dieser kurze Sprung, den er machen kann, ist ein Albtraum. Lass mich mal ganz kurz hier regenerieren. Könnt ihr das ja schon mal aufheben? Ein Crimson Cane. Ich glaube, das ist nichts zum Angreifen, sondern ein Zauberstab. Wo bist du denn? Da ist er. Ja. Ist ein Zauberstab. Können wir nichts mit anfangen.
Ich hatte nicht vor, mit euch Magie zu skillen. Wir können vielleicht mal ein bisschen ins Priesterhood abtauchen, um eben diese eine besagte Sense benutzen zu können. Und vielleicht ein bisschen hin und her heilen. Ah, da ist der Assassin. Split Mask haben wir bekommen. Ich wollte ihn parieren, aber er hat einfach nicht geblockt. Es ist unglaublich manchmal. Gut, verlassen wir das Gebiet und tauchen in eines der übelsten Gebiete des Spiels auf, optisch. Ab, nicht auf. Und vorher begegnen wir aber noch einem alten Bekannten. Beziehungsweise eigentlich wissen wir gar nichts über ihn. It persists. Does it wish to know me? Nee. It will know me in time. It sees before it a mere vessel. Yet it hears my true voice. In time, it will see me. It will shut its eyes and cover its ears. Yet it will see me and it will hear me. Super. Du bist ja ein toller Typ. Und was, wenn ich gar nicht will? Schon mal drüber nachgedacht? Wir kehren nach da oben nochmal zurück, aber erstmal sind wir in der Hall of Cages angekommen. Hier gibt es eine Maske, die ich, Shockstone, die ich total gerne benutze bei meinen Charakteren. Einfach, weil sie optisch total cool ist. Das ist zu tief. Ich wollte den Typen da unten auf den Kopf springen, aber es war mir zu tief. Gleich töten, gar nicht erst versuchen zu reden mit dem. Na komm schon, swoosh. Light Vessel und Bag of Salt. Da ist unser Jester und ich brauche hier ein bisschen Schwung. Zack, perfekt. Na, mein Freund, du hängst immer noch geil rum. Look at us, we walk the ceiling, steady on. Our heads are reeling. Roof wall floor and upside down door. Dragons high and dragons low. Find the voice that scares the crows. Deep black hell and the darkness that there dwells. Island full of wicked things. Shattered land and broken kings. Ruled ruler had the wisdom of the fool. Ruled ruler. Heed the wisdom of the fool. In seinem Wahnsinn versteckt sich tatsächlich ein wichtiger Hinweis. Wir sollen die Stimme in den Tiefen finden, welche die Krähen erschreckt. Damit meint er natürlich die Scarecrow, die sich in den Tiefen befindet. Patchett-Klamotten. Ach, Kacke. Das wollte ich doch aufheben. Jetzt müssen wir hier nochmal durch. Nicht vergessen, das aufzuheben. Da. Lightning Storm können wir nicht benutzen. Wir sind kein Magier. Aber wir können mal dieses Ding hier für uns claimen. Na komm schon, claims. Level up. Und wir sind hier fertig. Vorerst. Und hier sind wir vorhin aufgeschlagen, glaube ich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell hier sind. Teutes Shield, hey Keule. You slayed the dragon and it wasn't even there to help. Das stimmt. Schäm dich. Sorry.
I suppose I need a new quest then. Very well. The Ziggurats. Oh, ich hasse die Ziggurats. Sie sind optisch so geil, aber da verstecken sich optionale Bosse drin, die einen Schwierigkeitsgrad haben von unglaublich, echt, aber ihr werdet's noch sehen. Or should I head to the dungeons below the castle? My heart wants whatever lies in a Ziggurat, but before it lies that wretched thing. Aha. The Dome of the Forgotten, a hollow place wretched with echoes of suffering and misery and pain and... Well? Perhaps I should head through the dungeon. As foreboding as it seems, I know it's less terrible than the cursed dome. Soll ein Hinweis darauf sein, dass der Dome wirklich deutlich höheren Schwierigkeitsgrad hat als das Dungeon. Whenever you're scared alone, remember that you are your own hero. Alles klar, tschüss. Also er schlägt vor, dass man durch das Dungeon geht, bevor man weiter nach rechts geht zu dem Dom. Tatsächlich möchte ich aber viel lieber den Dom machen, auch wenn das deutlich schwerer ist als das Dungeon. Ich weiß gar nicht, ob die Fähigkeit, die wir hier kriegen, eine Pflichtfähigkeit ist, um das Spiel zu beenden. Wie schon gesagt, es ist leider alles etwas ein Ticken zu lange her bei mir. Hier müssen wir jetzt noch lange nicht hin. Der Dome ist über uns. Ich will nur gucken, wohin diese Höhle führt, weil, wie ich schon einmal erwähnte, es reaktiviert meine grauen Zellen immer so ein bisschen. Ah, die Ziggurats. The Ruined Temple. Ja. Oh, das ist ein relativ weiter Weg, bis man da angekommen ist. Ich glaube, der Ruined Temple liegt unter den Ziggurats. Irgendwie sowas war da. Aber wir gehen jetzt in den Dom und wir werden es hier ziemlich schwer haben, denn unsere Waffe ist jetzt schon an einer Stelle angekommen, wo man sagt, Meine Damen und Herren, die erste Mimik. Und hier wollen wir hin auf die andere Seite dieser Tür, da ist nämlich direkt der Bosskampf und von ihm kriegen wir eine Waffe. Wir kriegen von ihm einen Gegenstand, den ich zum Waffenerstellen benutzen möchte. Und auch hier, an dieser Stelle lohnt sich das einigermaßen, eine Basis zu errichten. Amber Idol, vielen Dank. Wir machen es aber noch nicht. Ich will mich einmal nur so kurz ein bisschen bewegen, um zu gucken, wie viel Damage wir hier machen. Wir müssen hier Damage machen. Das ist wichtig. Ihr werdet es gleich sehen, wenn uns die ersten Kreaturen hier in diesem Dungeon begegnen. Zum Beispiel diese fliegende Arschgeige da oben. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der an mir macht? Frechheit. Gerade noch rechtzeitig weggekommen. 800 Souls und ein enorm wichtiger Gegenstand, der von uns gleich konsumiert werden muss. Und wir müssen mit ihm auch so ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt müssen wir ihn trinken. Seht ihr das? Da tauchen Gegner auf. Und ohne diesen Drink sieht man die nicht. Flintlock Pistol. Okay, das ist Hunter-Sache. Und es ist so gemein, denn einige von denen sind super, super aggressiv und greifen uns schon sehr früh an. Andere dagegen bleiben noch eine Weile stehen, so dass wenn man auch ohne Drink arbeitet, man im Grunde immer nur an den Salz erkennen kann, ob man denn jetzt auch wirklich alle getötet hat. Denn was man dann ja macht, ist, man tastet sich heran, ne? Man tastet sich ran. Dann hat man gekämpft und denkt, okay, ich hab sie jetzt alle. Stimmt aber gar nicht. Hast du nett. Du hast nett alle. Da wieder diese Wolken im Himmel, ne? Scorpion-Sachen. Ich glaube, auch die sind uns zu schwer. Ja, vierfach Heavy Armor.
Wir können aber Beautiful Dyed Tunic of a Warrior Pilgrim anziehen. Monks exist in the most major faith, but this particular tunic is Karin Haar Style. Und ihr seht, sie ist extrem schlecht. Es ist halt ein Mönchsgewand. Man kann es aber auch so rum formulieren. Die Rüstung, die wir jetzt tragen, ist relativ gut, deswegen wollte ich sie auch so früh kaufen. Ah, mir macht das ein bisschen Sorgen, dass wir nicht so wirklich richtig stark sind gerade. Merchants-Klamotten. Na, wir können ja mal gucken. Auch schwächer als das, was wir jetzt tragen. Und dann ist da wieder dieser Spinner. Ah. Nee, nicht viel mehr Schaden, aber wir schwingen die Waffe auch einhändig. Das darf man nicht vergessen. Der Kerl wird eine Menge HP haben. ...24 mit wenig Stamina. Okay, machen wir diesen Angriff. Komm da mal weg, ich will da nicht runterplumpsen. Okay, was war das denn? Das ging jetzt ja extrem schnell. Das ist ja merkwürdig, ehrlich. Ach Gott, die Stelle. Oh oh! Einer lebt noch. Ich glaube, einer lebt noch. Okay, wir haben doch alle erwischt. Puh! Ach shit! Mama mia! Na, Keule, was flattert es sich denn so heute? Warum kannst du diesen Scheiß nicht einfach lassen und sterben, du Pisser? Goddammit! Hinterlass doch mal deine Rüstung, du Spacken. Oh Gott, ihr seid so viele. Aber ihr gebt so geil Salz. Ey, Mann. Ich bin so eine Salzhure. Voila. Und wir sind jetzt beim Boss. So schnell kann's gehen. Ist kein Scheiß, wir sind beim Boss. Wir müssen nur noch an einem sehr schweren Gegner vorbei. Und wir lesen uns kurz diesen Ring durch. Ring-a-ding-ding, wo ist er? Increase your defense to lightning damage. Ganz wichtig, dieser Ring. Den wollen wir unbedingt haben. Haben wir jetzt ja auch. Increase strength. Nee. Regenerate HP könnte gleich extrem sinnvoll sein. Ich weiß nur noch nicht, ob wir nicht vielleicht lieber den Wounding-Effekt nehmen sollten. Increase Healing Power. Ich glaube, wir machen Regenerate HP. Da kommen wir noch nicht weiter. Weil uns dieses Branding fehlt. Das sind Wolken, ne? Seht ihr. Und nein, wir haben in diesem Dungeon noch nicht alles aufgehoben. Es gibt ja noch ganz viele Sachen, die sind ziemlich gut versteckt. Dafür bräuchten wir aber den coolen Sprung, den wir jetzt noch nicht können. Und das ist die Stelle, von der ich sprach. Die ist ziemlich schwierig, weil der Typ enorm Schaden macht. Und er ist umzingelt von diesen Spinnern. So ein Spacken. Ich brauche gleich jedes bisschen HP, was ich habe. Fucking die already. Au. Verdammte Scheiße. Ja, der ist so stark. Und jetzt hat er auch noch unser alles Salz und jetzt ist er noch stärker. Problem an dieser Kiste, jetzt hier ganz furchtbar speziell, ist, dass uns irgendwann die Tränke ausgehen werden. Denn die kleinen Spinner hinterlassen gar nicht so häufig. Ich benutze es jetzt aber trotzdem nochmal. Und
Nein, 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 das, du solltest nicht mehr zuschlagen. Danke. Das war Glück. Schade nur, dass wir dabei eine Heilung verbraucht haben, aber so ist das Leben. Hier leuchten jetzt alle Kerzen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das versucht, uns eine Art Reihenfolge für Bosse zu beschreiben. So richtig sicher bin ich mir nicht. Hi, Keule. Die Untouched Inquisitor! Aha, du bist nicht mehr untouched! Ich hab dich angefasst. Ey, pass auf, wo du mit der Scheiße hinwirfst, Mann! Pass auf, du, pass auf. Ich mach den. Oh! Lass den Piss! Lass das! Nee! Ich sagte, lass das! Lass das! Lass das! Meh, 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 meh. Lass den Shit! Lass den Shit! Ach, komm schon! Ah. Alex, du bist so gut! Ah, du hast ihn den First Try gemacht und er sah so badass aus! Lass mich da mal kurz hoch. Solange unser Drink noch funktioniert, kann ich... schneller, Alex, schneller! Ne, okay, unser Drink funktioniert nicht. Dann, könnt ihr mich mal. Tschüss. Ja, tatsächlich, ich weiß nicht, dieser Boss ist total einfach, solange man unter ihm bleibt, weil er seine Sensen immer irgendwie zur Seite macht und nicht unter sich. Ich weiß auch nicht. Wer sich das hat einfallen lassen. Dann, Tschüssikowski. Es lohnt sich hier übrigens einen Guide aufzustellen. Da muss man den ganzen Weg nicht nochmal zurücklegen, denn irgendwann möchte man nach rechts gehen. So, lass mich hier mal einen Drink slippen. Das sind die großen, starken Geister. Wieder Wolken. Bag of Salt. Keule, lass den Scheiß! Oh mein Gott! Du bist so ein Agrofant. Komm, spring doch. Wird nie langweilig. Nein, der fährt leider nicht nach unten. Es ist nur eine Abkürzung zu einem Ort, an dem wir schon waren. Um diese hier zu kriegen, muss man seinen Leib und seine Seele riskieren, indem man so komisch krüppelig abspringt. Ja, genau so. Und dann ist das nur ein Stern-Guide. Und dann könnte man sich echt erschießen. Nee, das tatsächlich sind Guides extrem sinnvoll. Wir warten auf den Fahrstuhl. Hallo. Danke, tschüss. So, kann ich die Geister noch sehen? Not sure. Kann ich nicht. Wie viel habe ich noch? Nur noch ein Drink. Ich mache das blind. Ich versuche das mal blind zu machen. Yes! Wo ist der Spinner? Hat der Ritter uns schon seine Seelen gegeben? Ehrlich? Ah! Ist ja eine coole Nummer. Es gibt hier eine Stelle, wo man extrem gut Seelen farmen kann. Und dazu zählt der Ritter mit seinen Spinnern um ihn herum. Gleich rechts nebenan ist ja der Altar. Da sind zwar keine Sachen dran, aber nichtsdestotrotz gibt das viele Seelen. Zum Glück habe ich das Timing noch für diese blöden Plattformen, ey. Dann platzieren wir hier mal einen Guide. Make Offering. Grant Item Find Bonus in this region. Ja, vielleicht hatte ich da gleich schon von vornherein mal einen Guide aufstellen sollen, um einfach vielleicht auch ein bisschen Gargoyle-Rüstung zu kassieren. Ich wollte nur mal gucken, was da oben ist. Yes, wir wollen... Was verkaufst du eigentlich? Ach ja, wir wollen traveln. Wir wollen wegtraveln. Wir wollen nach... Castle of Storms. Erkennt man...
dass wir schon 13 Mal da waren und wir haben dort alle Statuen-Slots belegt. Hola, Alchemistin. Transmutante, jetzt ist unsere Sense zur Auswahl. Und ihr könnt sehen, wir brauchen 10.000 Salt und können uns daraus eine Strength Wisdom... Oh, Kacke! Ich war mir so sicher, dass das Dexterity ist, Wisdom, aber nee, es ist eine Paladin-Sense. Sie braucht Stärke und Wisdom. Total bescheuerte Kombination, denn ein Paladin wird in der Regel nicht zu den Stangenwaffen skillen, sondern er wird sich rechts im Baum bewegen. Aber gut, es gibt sie, diese Waffen. Und vielleicht kann man hier was Interessantes und Wichtiges zeigen. Wir haben jetzt einen Haymaker 4. Wenn man jetzt sich den Purifier schmiedet, dann muss man nicht von 0 anfangen, sondern der ist schon Stufe 3, also der ist immer eine Stufe unter unserer Waffe. Kacke. Mann. Inquisitor Ashes. Oh, aber dafür können wir uns eine Pole Axe machen und die skaliert mit Dexterity 4 und sie ist Klasse 4. Geil. Oh nee, uns fehlt ein Diamond Cluster. Okay, wir behalten die Asche. Wir machen daraus nicht die geile Sense. Total ärgerlich. Aber gleichzeitig auch, ich meine, it's good to know, ne? Okay, also als nächstes sollten wir Pole Mastery 4 anstreben. Sogar die 5, weil das ist eine Stufe 4 Waffe, bedeutet also, wir können sie dann nur zweihändig führen, nicht einhändig. Wir bräuchten Stufe 5, um sie einhändig führen zu können. Aber wo liegt denn die 4? Wie weit ist sie eigentlich weg? Sie ist gar nicht so weit weg. Sie ist nur sehr teuer, weil wir müssen dafür... Alter, was? Okay, krass. Wir haben es gerade gekauft. Cool. Und die 5 ist auch gleich schon hier? Tada, wir stehen vor der 5. Nur noch 4 Level-Ups. Ich denke mal, so lange knausern wir noch und kaufen uns gleich die 5. Sind auch 5 Geschicklichkeitspunkte. Und damit ist dann der Drops für uns auch gelutscht. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte zu dem. Hola, Mr. Guide. Let us travel. Und wir traveln nach... Er kann überall hin, aber man kann nicht von überall weg. Nur um wegzukommen, braucht man einen Guide. Aber um hinzukommen, brauchst du den Guide nicht. Er macht ja ein Tor auf und wir könnten jetzt so zacki-zacki zu der Red Hall of Cages zurückkehren. Oder zu den Watching Woods. Geht auch. Hauptsache, wir haben jetzt den Dome of the Forgotten und dann können wir jetzt zu der Red Hall of Cages. Ich denke aber mal, dass das eine ganz gute Gelegenheit ist, um für heute Schluss zu machen mit dieser Episode. Als nächstes geht's dann in der Red Hall of Cages weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass das so smooth läuft im Dom. Das war ja schon fast frech, wie gut das lief. Wir müssen durch den Dom sowieso nochmal durch, wenn wir etwas mit diesen Wölkchen anfangen können, was noch einen Moment dauert. So, meine Freunde, aber ich denke, dass das eine ganz gute Gelegenheit ist, um die Folge hier zu beenden. Wir machen in der nächsten Episode in der Red Hall of Cages weiter. Das lief jetzt ja überraschend gut. Ja, schon fast frech. Frech gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so flüssig durch den Dom kommen, aber das war ja... Unglaublich. Unglaublich. Wir müssen eh noch mal einmal durch. Weil wir mit den Wölkchen noch nichts anfangen können. Und da liegen halt geile Sachen, wenn man erstmal die Wölke hat. Hier übrigens wissen wir ja auch, dass hier auch Wolken sind. In diesem Gebiet. Aber gut. Erstmal bedanke ich mich soweit bei euch. Ich hoffe, Solden Sanctuary gefällt euch. Ich weiß, dass es mir gefällt. Mir macht das Spiel echt Spaß. Und ja, macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.